In diesem Tutorial möchte ich Ihnen die Eingabe von relativen polaren Koordinaten demonstrieren. Bisher haben wir uns mit absoluten Koordinaten auseinandergesetzt, das heißt in kartesisch oder polar. Jetzt schauen wir uns die Eingabe über relative Koordinaten an oder beziehungsweise relative polare Koordinaten an. Die Eingabe von relativen Daten beziehungsweise Koordinaten ist in der Regel oder kommt in der Regel häufiger vor als die absoluten Koordinaten. Ja, also ich schätze mal so 70, 80% gibt man immer relativ ein. Also immer bezogen auf den letzten Punkt. Ja, man sieht hier auch schön, dass hier die Angaben sich immer auf den letzten Punkt beziehen. Ja, der Winkel 60 Grad wird immer zu, oder beziehungsweise Bemaßung erfolgt ja immer auf einen gemeinsamen Ursprung, dass quasi sich alles auf diesen Ursprung zurückbemaßt wird, sondern immer zu irgendeinem anderen Punkt. Ja, der halt gerade in der Nähe ist und dann anhand dessen gibt man halt die Maße an und daran erkennt man quasi relative Koordinatenangaben und deswegen werden Sie sehen, dass dadurch, dass man auf diese Art und Weise lässt sich viel einfacher bemaßen und vor allen Dingen auch viel weniger Maße braucht man auf diese Art und Weise und deswegen verwendet man in der Regel immer nur eine relative Bemaßung oder relative Maßangaben und daher ist auch die Eingabe von relativen Daten oder Koordinaten kommt daher häufiger vor. So, wir brauchen dazu ein anderes Hilfsmittel, beziehungsweise man kann natürlich auch die Koordinaten relativ über die Befehlszeile eingeben, allerdings, das zeige ich dann später. Am einfachsten geht es jedoch, wenn Sie dazu die dynamische Eingabe anmachen. Das mache ich hier mal. Ich tue mal die Rasterfahren komplett ausschalten, arbeite also nur mit dem sichtbaren Raster und der dynamischen Eingabe. Hier werden Sie gleich sehen, die ist so eingestellt per Vorgabe, dass sie mit polaren, relativen Koordinaten arbeitet. Das kann man auch ändern, aber dazu später. Zunächst gehe ich jetzt hier wieder auf meine Formateigenschaften und check das hier nochmal ab. Ich brauche hier Layer 0, der ist eh schon auf blau eingestellt und muss also nichts mehr machen. Das passt, das läuft alles über ein Layer und werde jetzt hier das Polygon hier zeichnen. Zunächst also über dynamische Eingabe, über relative polare Koordinaten. Gehe also auf Polylinie. Und fange jetzt hier unten an, gebe die Koordinaten an am Startpunkt. Jetzt erfolgt, wenn Sie die dynamische Eingabe aktiviert haben, dieses spezielle Hilfsmittel hier unten, dann erfolgt die Eingabe der Daten oder Koordinaten direkt am Cursor. Sieht man jetzt hier oben, nicht mehr im Befehlszeile, sondern am Cursor. Ich gebe jetzt hier ein 0, Sie sehen jetzt am Cursor, dann Komma, er springt rüber, wieder 0 und tue das Ganze mit Enter bestätigen. Und fange jetzt hier quasi im Ursprung an, wäre jetzt quasi hier an diesem Punkt und gehe jetzt nach rechts. Und müsste jetzt hier die Länge eingeben und den Winkel. Der ist natürlich 0. Und zeige also jetzt hier in die Richtung, gebe die Länge ein oder den Radius, je nachdem, wie Sie das betrachten wollen, 60. Und jetzt empfehle ich immer nicht gleich auf Enter zu gehen, sondern erstmal mit Tabulator in die Winkeleingabe zu wechseln und hier den Winkel mit 0 nochmal zu bestätigen. Jetzt immer noch nicht auf Enter gehen, sondern erstmal nochmal die Tabulator-Taste betätigen, um hier die Vorschau zu bekommen. Jetzt können Sie immer noch die Werte ändern. Aber er zeigt Ihnen schon mal an, wie das aussehen würde. Und erst wenn das so okay ist, würde ich Ihnen empfehlen, auf Enter zu gehen. Jetzt habe ich das Ganze hier mit Enter bestätigt. Jetzt habe ich quasi hier diesen Punkt konstruiert. Jetzt kommt der nächste Punkt, das wäre dieser hier oben. Da bleibt die Länge wieder bei 60. Gebe also die 60 ein. Über die Tabulator-Taste springe ich jetzt wieder in den Winkeleingabe. Er zeigt mir denselben Winkel an, wie er auch bemaßt ist. Also gebe einfach hier die 60 ein. Tue mal mit Tabulator nochmal wechseln, um die Vorschau zu kontrollieren. Und wenn die Vorschau passt, kann ich das Ganze mit Enter bestätigen oder könnt ihr jetzt noch mit Tabulator-Taste nochmal zurückgehen und die Werte anpassen. Also Enter. Ja, auch hier könnten Sie jetzt, wenn Sie jetzt im Nachhinein feststellen, wenn Sie haben schon Enter geklickt, dass der Punkt falsch ist, können Sie auch hier wieder auf zurückgehen. An dem Polylinienbefehl ändert sich in dem Fall nichts. Sie geben nur halt die Koordinaten auf eine andere Art und Weise ein, indem Sie auch ein anderes Hilfsmittel verwenden. In dem Fall die dynamische Eingabe. Ja, jetzt machen wir den Punkt hier oben. Wir zeigen quasi jetzt hier ungefähr in die Richtung, geben die Länge wieder ein mit 60, Tabulator-Taste, wechseln zum Winkel und geben dann hier 120 ein. Wieder Tabulator-Taste, kontrolliere das nochmal. Wenn es passt, bestätige das Ganze mit Enter. Der Punkt ist gesetzt, zeige wieder in die Richtung. Hätte jetzt einen Winkel, eine Länge wieder von 60 mit 180 den Winkel. Enter. Jetzt aufpassen, wenn ich jetzt nach hier unten gehe, ungefähr in die Richtung, dann sehe ich, dass mir jetzt den Winkel hier anders anzeigt bei meiner dynamischen Eingabe, als es das hier vermaßt ist.
Bemaßt habe ich es quasi von hier oben nach hier unten. Allerdings gebe ich jetzt den Winkel von hier unten abgeschlagen an. Das bitte beachten. Also jetzt nächstes Mal den Abstand, der bleibt gleich. Und hier beim Winkel muss ich das quasi umrechnen, nämlich 360 minus 240. Und das sind 120. Ich muss jetzt den Gegenwinkel nehmen. Den kann man sich leicht ausrechnen. Wenn man halt den Vollkreis nimmt, dann die 240 abzieht, dann bekommt man jetzt die Differenz raus. Das ist genau der Winkel, der da unten fehlt. Nochmal Tabulatortaste, Vorschau kontrollieren und mit Enter bestätigen. Ja, zum Schluss jetzt hier noch das Ganze schließen und das Polygon ist fertig. Eine andere Variante wäre, das Ganze hier nicht über die dynamische Eingabe zu machen, sondern über die Befehlszeile. Das geht nämlich auch. Ja, auch mit der können Sie theoretisch absolut arbeiten. Dazu mache ich mal dynamische Eingabe aus. Lass das zur Kontrolle mal an. Gehe allerdings hier auf eine neue Farbe, damit Sie den Unterschied besser sehen. Und verwende jetzt hier die Farbe, nehmen wir mal Rot. Gehe jetzt auf Polylinie. Gebe jetzt den ersten Punkt ein, 0,0. Sind jetzt hier. Und jetzt, um jetzt eine Befehlszeile relativ arbeiten zu können, in dem Fall ist eigentlich egal, jetzt sind wir immer noch im Ursprung, deswegen könnten wir jetzt noch sagen, okay, ich gebe jetzt hier die Koordinaten an, Polar 60, Winkel 0, Enter. Jetzt müssen wir allerdings relativ angeben, hier die Koordinaten, und die wären jetzt 60, Winkel 60. Und damit das eine Befehlszeile nicht absolut, sondern relativ ist, müssen Sie das Add, das E-Mail-Add hier davor schreiben und geben jetzt hier, wieder ganz in der gewohnten Schreibweise, erst den Radius, dann den Winkel an, 60, 60 und fertig. Ja, Sie haben natürlich jetzt hier keine Vorschau, wenn Sie Befehlszeile arbeiten. Ich mache nochmal die Lupe anmachen, damit Sie das besser sehen, wie man die Winkel eingibt. Also jetzt kommt hier dieser Punkt, ja, der hat den Winkel 120. Mal schauen, wie ich jetzt das jetzt hier hinkriege. Hier bin ich jetzt eh. Also, wo ist meine Befehlszeile? Hier unten. Und gebe jetzt die nächsten Koordinaten ein, wieder in Add. Wie bei der E-Mail davor schreiben. Das fahren wir hier rüber. So. Und erst den Radius 60, dann das Winkelzeichen und Radius 120. So gibt man das ein. Enter. Und jetzt gehe ich wieder an die Lupe, mache ich wieder jetzt auf 100%. Dann sieht man es wieder ein bisschen besser. Jetzt geht es hier in diese Richtung. Jetzt hat man den Winkel 180. Also wieder Add 60, Winkel 180. Jetzt fahren wir hier runter. Jetzt wird es interessant. Er tut das Ganze abschlagen von der positiven X-Achse, also 240, hatte ich ja gesagt. Also Add 60, Winkel 240. Und zum Schluss gehe ich auf Schließen. Ja, also auch hier können Sie mit der Befehlszeile arbeiten, wie Sie es bisher gelernt haben für die absoluten Koordinaten. Nur müssen Sie jetzt hier, um der Befehlszeile zu verdeutlichen, dass Sie keine absoluten Koordinaten eingeben wollen, sondern relative, dann müssen Sie hier immer dieses Add davor schreiben, wie bei einer E-Mail, um damit weiß AutoCAD, aha, okay, jetzt sind die Koordinaten relativ zu interpretieren. Ja, es gibt noch eine andere Variante, die Sie auch machen können. Dazu wechsle ich nochmal die Farbe und zwar hier, wo ist jetzt hier? Es ist rot, machen wir jetzt mal ein grün. Und zwar, den Sie hier die polare Spur verwenden. Und da sind schon ein paar Winkel voreingestellt, nämlich hier 30, 60, 90, 120, also immer alle 30. Ich gehe nochmal hier rein in die Spureinstellungen und werde jetzt hier ein Inkrement von 30 festlegen. Also hier Spurverfolgung F10 und Inkrementwinkel ist 30, das neue können Sie mal vergessen. Dann können Sie weitere Winkel eingeben, also nur einfach auf 30 gehen. Ne, 60, wir haben 60, nicht 30. Das war die andere Übung. Haben wir das überhaupt? Das gibt es gar nicht. Also man muss neu einstellen, gehen hier auf 60 und sagen hier neu. Und klicken das an. Ich hoffe, es nimmt er jetzt auch. So, was haben wir da jetzt hier? Ah, hier ist 60, 120. So, da klicken wir jetzt drauf. Und gehen jetzt hier auf Pull-Linie. Fahren jetzt hier unten rein. Das wäre 0,0. Achso, ich wollte jetzt, genau, die Spur ist eingeschaltet. Und wenn die Spur angeschaltet ist, dann rastet immer alle 60 Grad ein. Alle 60 Grad ein. Also hier zum Beispiel sehen wir diese
diese gepunkte Linie und da können Sie dann einrasten. Wichtig ist, einen Rasterfang auszuschalten, jetzt hier für Vorführzwecke, da könnte uns sonst stören. Und jetzt brauche ich hier nur einrasten, die Richtung vorgeben und dann nur die Länge eingeben, nämlich 60. Jetzt raste ich hier oben wieder ein und nur die Richtung vorgeben, einfach da eingerastet bleiben und dann die Länge eingeben, 60. Und damit sparen Sie sich die Winkeleingabe. Und das Ganze erfolgt natürlich jetzt auch wieder relativ. Ja, die Längeingaben sind bei der polaren Spur in dem Kontext auch nur relativ. So, zeige in die Richtung, gebe wieder 60 ein. Ist natürlich aufgrund der bereits vorgezeichneten Polygone relativ einfach. Ja, aber man sieht auch hier die Vorschau. Ja, 240 wäre jetzt hier der Winkel. Also zeigt das also auch an. Also Sie bräuchten jetzt nicht schon eine Vorkonstruktion. Sie können das auch ablesen hier. Und gebe noch die Länge ein mit 60. Enter. Und zum Schluss gehe ich auf Schließen. Wo war das hier? Also das geht auch. Über die Art und Weise können Sie auch relative Polarkoordinaten eingeben, indem Sie hier mit der Spur arbeiten. Falls die Spur schon vorhanden ist, dann super. Ansonsten können Sie auch unter Spureinstellung hier sich neue eingeben. Und dann hier entsprechend nochmal eingeben. Tun wir wieder mal löschen. So. Und schalte jetzt hier um auf 45. Ja, hat das auch nicht richtig gelöscht, komischerweise, oder? Löscht das jetzt? Schauen wir mal rein. Ja, jetzt ist es weg. Ja. Also Sie können es dann auch wieder löschen, wenn Sie es nicht mehr haben wollen. Letzter Punkt, wie man das auch noch machen kann, dazu wechsle ich nochmal die Farbe. Und zwar war das hier, nehmen wir jetzt in dem Fall blau, und werde jetzt nochmal den Befehl Polygon hier in Szene setzen. Damit kann man das nämlich auch machen. Das wäre hier der Befehl Polygon. Wichtig ist hier, Befehlszeile zu folgen. Zunächst müssen Sie die Anzahl der Seiten eingeben. Wir haben hier 6. Ich gebe also hier unten 6 Seiten ein, gehe auf Enter. Den Polygon-Mittelpunkt, das weiß ich nicht, deswegen gehe ich hier auf Seite. Also normalerweise würde ich jetzt einen Polygon-Mittelpunkt hier eingeben, das entsprechend so aufbauen, nämlich noch einstellen Innenkreis oder Umkreis. Und dann könnte man das hier so aufsetzen. Umkreis, und dann würde man das so machen. Ja, aber ich weiß den Mittelpunkt nicht, deswegen gehe ich mal auf Escape und sage Seiten 6, okay. Und hier sage ich das nicht Mittelpunkt, sondern ich sage einfach hier, ich möchte die Seite eingeben. Damit geben Sie das Polygon von einer Seite aus ein, gehen Sie auf Seite. Und jetzt kann ich hier den Nullpunkt wieder setzen, 0,0. Und gehe jetzt hier die Koordinaten ein. Kann ich polar machen oder kartesisch, das sei jetzt mal dahingestellt. Oder ich habe die Spur noch aktiv. Es genügt hier einfach in die Spur einzurasten, dann die Länge einzugeben, 60. Und das Polygon ist konstruiert, indem Sie quasi nur eine Seite des Polygons konstruieren. Das ist natürlich, wie Sie vielleicht unschwer gemerkt haben, die schnellste Variante, so ein Polygon zu konstruieren. Vor allem dann, wenn es noch mehr Seiten gäbe, nicht nur 6, sondern 12 oder weitaus mehr, dann ist es natürlich auf die Art und Weise, indem Sie nur eine Seite eingeben anstelle von 12, 6 oder 36, das viel schneller erledigt. Ja, das war der Befehl hier oben, Polygon. Hier. Wobei das sei nur der Vollständigkeit halber hier angemerkt, im Prinzip ging es ja eigentlich in dieser Übung, wie kann ich jetzt relative polare Koordinaten eingeben, und da habe ich vorgestellt, Ihnen die Möglichkeit, entweder über die Befehlszeile, die ist sowieso standardmäßig auf relative Polarkoordinaten eingestellt, oder halt über die Befehlszeile. Dann müssen Sie allerdings immer das Add davor schreiben, damit die Befehlszeile, die normalerweise immer von absoluten Koordinaten ausgeht, das Ganze dann relativ macht. Oder Sie arbeiten hier mit der polaren Spur. Mit der können Sie im Prinzip auch arbeiten. Ja, diese drei Varianten habe ich Ihnen gezeigt und zum Schluss noch quasi als Sahnehäubchen die Sache über den Befehl Polygon.